Hey, ihr seid bei Angie, ihr seid bei Crosskanz und ja, ich mache weiter mit Beckenbodentraining. Wir machen so die klassische erstmal, die klassischen Übungen. Die hat nämlich ein Arzt erfunden, das war ein amerikanischer Gynäkologe. Und nach ihm sind die Übungen auch benannt, nämlich Kegelübungen. Und er hieß nämlich Alfred Kegel. Ja, und er hat mit seinen Patienten hat er festgestellt, dass viele Frauen nach der Schwangerschaft Probleme hatten mit der Blase und dass sie das Wasser nicht halten konnten und beim Niesen, Husten, ne, dass immer Tröpfchen verloren wurden. Also, was hat er gemacht? Er hat eine Übung herausgefunden, wo man gezielt den Beckenboden ansteuert, ihn anspannt und auch wieder entspannt. Und das ist jetzt unser Training. Wir machen das erstmal im Stand. Ich zeige das mal seitlich. So, als erstes wirst du das Becken mit mir kippen. Das Becken kippen. Ja? Jawohl. Und wieder locker lassen. Und jetzt nochmal Becken kippen. Okay, das hat schon mal geklappt, das weiß ich. So, und jetzt versuch deinen Beckenboden dabei, während du kippst, anzusteuern, anzuspannen und reinzuziehen. Und nochmal Becken kippen und Beckenboden rein. Und wieder locker lassen. Mach es nochmal. Becken kippen. Jawohl. Und dann mach es nochmal. Becken kippen und locker lassen. Okay, wir machen einen Schritt nach hinten, einen Ausfallschritt. Ja, ein Stück zurück. Jo. So, und jetzt machst du dieselbe Übung. Du kippst dein Becken. Nicht mal die Hände weg, dann siehst du es besser. Becken kippen. Und wieder lösen. So, du wirst natürlich deine Oberschenkelvorderseite mitspüren und auch die hier den Hüftbeuger. Aber konzentriere dich hier drauf. Ja? Also hier Becken kippen. Okay, machen wir 8 Mal, los geht's. Und 1. So, jetzt kommt wieder ein entscheidender Moment. Ausatmen. Du kannst den Beckenboden nur aktivieren, wenn du ausatmest. Das Ganze nochmal. Und anspannen. Und lösen. Komm, wir haben die Hälfte schon. 4 noch. 3 noch. 2 mehr. Letzte Mal. Und locker lassen. Wir gehen auf die andere Seite. Wir wollen nicht schief werden. Anders rein. Ich nehme die Hände einfach weg. Du kannst sie auch einfach nur auf die Popo legen. Und wir starten wieder mit Becken kippen. Erstmal nur Becken kippen. Ganz gezielt, gewollt. Und locker lassen. Und nochmal Becken kippen. Das kriegst du hin. So, und jetzt wollen wir nicht nur das Becken kippen, sondern aufrichten. Und dazu brauchst du den Beckenboden. Beckenboden aufrichten und ausatmen. Locker lassen und nochmal. Beckenboden aufrichten, ausatmen. Und Wiederholung. Und Becken kippen. Dabei ausatmen. Komm, wir haben noch 4. Du hast noch 3. Du hast noch 2. Und du hast noch 1. Und locker lassen. Also hast du schon die erste Übung geschafft? Bleib dran.